Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 6 Wochen vor der Europa- und Kommunalwahl und gut 4 Monate vor der Landtagswahl in Sachsen spüren wir alle, dass sich gerade etwas dreht. Nicht mehr rückwärtsgewandte Positionen, Fremdenfeindlichkeit und Demokratieskepsis, nicht mehr die Verklärung der Vergangenheit dominieren unsere Debatten, sondern es sind die Antworten und die Klarheit über die Zukunft, die immer mehr Bürgerinnen und Bürger einfordern. In großen Teilen der Bevölkerung ist eine neue Hoffnung spürbar. Tausende Schülerinnen bringen mit neuer Energie jeden Freitag die dringlichste Frage unserer Zeit, nämlich die des Klimaschutzes, auf die Straße. Tausende Bürgerinnen demonstrieren für das Miteinander in unseren Städten, gegen Verdrängung durch unbezahlte Mieten. Menschen sammeln Unterschriften für die Gemeinschaftsschule und für mehr Bildungsgerechtigkeit in Sachsen. Es werden Petitionen zum Artenschutz mehrheitsfähig. Und wir diskutieren in Stadt und Land über bezahlbaren ÖPNV und eine flächendeckende Verkehrsanbindung. Und es sind wir, Bündnis Grüne, die diese Hoffnung und diesen Mut zur Zukunft wie keine andere politische Kraft verkörpern, liebe Freundinnen und Freunde. Es sind wir, Bündnis Grüne, mit denen die Hoffnung auf ein gutes Leben in den Städten und Gemeinden verbunden wird. Und es sind wir, Bündnis Grüne, mit denen ein anderes, ein neues Sachsen möglich wird. Unser Kurs ist klar. Sachsen wird durch uns ab dem 2. September weltoffener, ökologischer und sozialer sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir zeigen Haltung, während andere ihr Fähnchen mit dem Wind drehen. Die politischen Debatten der letzten Wochen und die parteipolitischen Beißreflexe der anderen zeigen nur eins: Sie haben nicht verstanden, worum es am 1. September geht. Demonstriert doch am Wochenende ist eben keine Antwort auf die Frage, wie wir die Klimaschutzziele noch erreichen. Sie lenkt ab von der Dringlichkeit, mit der diese Frage ins Politische dringt. Klimaschutz ist keine Frage des Leistbaren, Herr Ministerpräsident. Sie ist eine Frage der Vernunft und der Notwendigkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Und zu Recht streiken die Schülerinnen jeden Freitag für ihre Zukunft. Und zu Recht treten sie den politischen Entscheidungsträgerinnen auf den Schlips. Wir haben alle Mittel in der Hand, die Klimaschutzziele zu erreichen. Raus aus der Kohle und endlich auch in Sachsen mit viel Energie rein in die Erneuerbaren. Investitionen in den ÖPNV und Radverkehr statt in neue Straßen und neue Staus. Weg von den Ackergiften hin zu einer ökologischen Landwirtschaft, die Artenvielfalt ermöglicht. Die Landtagswahl am 1. September wird ohne Zweifel eben auch eine Abstimmung über Klima- und Umweltschutz. Und den wird es nur mit starken Grünen geben, liebe Freundinnen und Freunde. Und zieht doch aufs Land ist eben auch keine Antwort auf Mietenwahnsinn, Verdrängung und Wohnungslosigkeit. Egal ob Dorf, Kleinstadt oder Metropole, wir dürfen nicht zulassen, dass der Gehaltszettel darüber entscheidet, ob man da wohnen kann, wo man eben auch leben möchte. Wohnen ist in vielen Städten inzwischen die soziale Frage geworden. Immer höhere Mieten fressen das gestiegene Einkommen auf und verdrängen Menschen mit geringen Einkommen aus ihrem gewohnten Umfeld. Wir wollen vielfältige Nachbarschaften und keine sozial gespalteten Städte. Wohnungen sind längst zum Spekulationsobjekt und Mietverträge zum Wertpapier geworden. Wer wie wir für das Recht auf Wohnen streitet, der muss Wohnungen wieder zum Gegenstand der öffentlichen Daseinsvorsorge machen. Deshalb wollen wir Grüne dem Renditestreben einen Riegel vorschieben. Wir streiten für mehr sozialen Wohnungsbau und einen deutlich größeren Bestand an Wohnungen in kommunaler und gemeinwohlorientierter Trägerschaft. Wir lassen es nicht zu, dass Stadt und Land auf den Rücken der Mieterinnen und Mieter gegeneinander ausgespielt werden. Wachsende Städte können wir nur zusammen mit dem ländlichen Raum denken. Applaus
Lasst uns daher unsere Regionen weiterentwickeln, mit einer guten, ausgebauten und verlässlichen Verkehrsanbindung, mit Kultur- und Bildungsmöglichkeiten nicht nur für junge Leute, mit Perspektiven für Job, Familie und Freizeit. Ein gutes Leben darf nur von den persönlichen Vorlieben, aber nie von der Postleitzahl abhängig sein. Am 1. September wird demnach ohne Zweifel eben auch eine Abstimmung über selbstbestimmtes Leben und Teilhabe in allen Teilen Sachsens. Und auch das wird es nur mit starken Grünen geben. Wir Bündnisgrüne sind aber auch die Einzigen mit einem klaren Wertekompass. Miteinander statt gegeneinander. Gemeinsinn statt Egoismus. Teilhabe statt Ausgrenzung. Robert und Annalena haben es beim Grundsatzkonvent noch einmal sehr deutlich gemacht. Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und Freiheit. Und genau dieser Satz leitet uns bei den Inhalten, aber eben auch in der Art und Weise, wie wir Politik machen. Und die Menschen spüren, dass es in diesen politischen Zeiten eben nicht mehr darum geht, abgedroschene Parteiphasen zu dreschen, ideologische Scheuklappen aufzuweisen oder kurzsichtiges Parteikalkül walten zu lassen. Es ist diese politische Zeit, wo wir unser Gründungsversprechen noch einmal ganz neu einlösen müssen. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, nach 30 Jahren, in denen eine Gesellschaft und jede einzelne Biografie umgewälzt wurde, ist dieser Satz in unserem Land eben auch ein Versprechen. Wir treten deshalb am 1. September an für die Menschen mit ihrer Würde und ihrer Freiheit. Liebe Freundinnen und Freunde, 4 Monate vor der Landtagswahl spüren wir, dass diese klare Orientierung, dieser klare Kurs in Sachsen auf offene Ohren stößt. Wir erleben einen nie dagewesenen Mitgliederzuwachs. Wir erleben eine politische Jugend, die eben nicht nur bei Fridays for Future auf die Straße geht, sondern auch bei der grünen Jugend mitmacht. Wir erleben eine neue Hoffnung, ein Zutrauen, aber auch eine Erwartung an uns Grüne, dieses Land zu verändern. Wir werden von immer mehr Menschen, Vereinen, Unternehmen und Gewerkschaften als Bündnispartner gesehen, als eine Kraft, die das verkrustete Parteiensystem in Sachsen aufbricht. Sie erwarten mit uns und von uns eine Politik, die endlich auf Augenhöhe mit den gesellschaftlichen Veränderungen ist. Sie erwarten, dass der Muff und der Staub in den Amtsstuben und Institutionen auszieht und ein neues Denken einzieht, damit wir die Herausforderungen dieses Jahrzehnts, dieses Jahrhunderts angehen können. Die Präsigkeit dieser CDU-geführten Landespolitik gehört abgelöst. Sachsen braucht eine neue politische Kultur, es braucht neue politische Mehrheiten, es braucht ein neues Sachsen, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn man in Sachsen unterwegs ist und mit den Menschen redet, bemerkt man seit der Bundestagswahl nicht nur eine neue Offenheit uns Grünen gegenüber, man merkt auch eine neue Erwartung. Kurz nach der Bundestagswahl sagten einige zu mir, ich werde wegziehen, wenn die AfD in der Regierung ist. Die eine sagte das, weil sie Angst hatte wegen ihrer sexuellen Orientierung. Ein anderer sagte es zu mir, weil er Angst vor der Zukunft seiner Kinder hat. Ein älteres Ehepaar sagte es, weil sie die Spannungen in Familien und Freundeskreis nicht mehr ertragen. Doch sie sind geblieben. Sie sind inzwischen Mitglieder bei Bündnis 90 Die Grünen geworden, weil sie Hoffnung auf ein neues Sachsen antreibt. Mit den Menschen in diesem Land können wir das Ruder herumreißen. Mit den Menschen in diesem Land werden wir für andere politische Mehrheiten kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst uns 2019 zu einem Jahr machen, wo wir gemeinsam mit denen Sachsen verändern, die nicht schreien, hetzen oder hassen, sondern mit denen, die selbstverständlich Deutschkurse geben, Bürgerinnenbusse organisieren oder für den schnellen Kohleausstieg streiken. Sie sind viele und sie werden täglich mehr. Gemeinsam mit ihnen haben wir Grüne längst gesellschaftliche Mehrheiten. Wir haben gesellschaftliche Mehrheiten bei der Einführung der Gemeinschaftsschule, bei der Ehe für alle, bei der Gleichstellung der Geschlechter, aber auch beim Kohleausstieg. Lasst uns 2019 zu dem Jahr machen, in dem aus gesellschaftlichen Mehrheiten politische Mehrheiten werden. Applaus
Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind eine Gesellschaftspartei im besten Sinne des Wortes. Wir sind eine Partei der vielen und genau mit diesem Anspruch gehen wir in das Wahljahr 2019. Wir sind uns bewusst, dass wir dem neuen Vertrauen, das die Menschen in Sachsen in uns setzen, gerecht werden müssen. Dieses Vertrauen anzunehmen heißt, in Sachsen für Veränderungen anzutreten und Verantwortung übernehmen zu wollen und eben auch zu können. Genau mit diesem Anspruch werden wir auch morgen unsere Liste für die Landtagswahl wählen. Alle, die morgen antreten, wissen, worum es 2019 in Sachsen geht. Sie stehen stellvertretend für die vielen im Land, die nicht länger zuschauen wollen, wie unser Land unter Wert regiert wird. Sie stehen stellvertretend für diejenigen, die hier seit Jahren gestalten und mitwirken, wo die Landesregierung versagt. Sie stehen nicht zuletzt stellvertretend für diejenigen, die wissen, wir müssen jetzt handeln. Die Herausforderungen unserer Zeit sind klar. Deshalb werden wir in den kommenden 4 Monaten als Bündnis Grüne mutig, ehrlich und leidenschaftlich dafür kämpfen, dass Sachsen am 2. September ökologischer, weltoffener und sozialer ist. Liebe Freundinnen und Freunde, die Menschen in diesem Land verdienen eine Politik, die Mut macht, Zuversicht gibt und die Zukunft gewinnen kann. Wir sind als Bündnispartei die politische Kraft, die dieses Land, unser Bundesland, gemeinsam mit den Menschen verändern will. Legen wir los.